Ich werde mich darum sorgen, beim Kalif. Ah ja, einer hat's ja auch mal gesagt, ich soll's mal regnen lassen. Weiß zwar nicht warum, vielleicht auch einfach nur so, aber er hat's gesagt. Könnte man ja auch mal machen, aber ich wollte jetzt unbedingt nochmal die Truppen hier ertränken lassen. Steuern und Sold. Hier geht's nochmal abwärts. Ja. Oh. Karte Ende. Ja, das ist irgendwie eine... komisch, dass die Karte schon da zu Ende ist. Normalerweise ist sie ja noch ein bisschen weiter gestaltet, aber... Ja, sonst noch irgendwas? Ah ja, einer hatte Gothic vorgeschlagen, also Gothic 1, was ich Let's Playen könnte. Aber ich finde eher nicht. Also ist zwar ein gutes Game, aber hab irgendwie keine Lust da drauf gerade. Vielleicht ein andermal, oder? Bin nicht sicher. Meine Truhe. Wo ist denn Pilgrim da? Oder wir holen Dario rüber. Wäre doch das Beste. Ja. Statt mich anzustarren, solltet ihr euch mal um eure Gelehrten kümmern. Das sind doch alles Ungesinnte. Ich hätte Ja, genau das hat er gesagt. Genau das hat er gesagt, als ich nochmal, als ich wieder reingekommen bin. Tja. Damals war der Orient technisch gesehen anscheinend, sondern war ein ganzes Stück weiterentwickelt als hier die Ecke. Vor allen Dingen ist eins verwirrend. Ich glaube, einer der nachfolgenden Siedler, ich weiß jetzt nicht genau welcher, hat ja Darius verlorenes Königreich mit erwähnt, wo die in irgendeiner Runde in seine Festung reinkommen musste und seine Reichtümer holen musste, um irgendwas bezahlen zu können und so weiter. Ja, und damals sind die alle nur mit Schwertern und Bögen rumgelaufen und so. Da waren die ja jetzt hier schon übelst hochentwickelt. Wettermaschine, Kanonentürme, vor allem selbstschießende Türme und sonst hier chemisch und das hier, die haben sich übelst zurückentwickelt. Da kann man mal sehen. Darius Reich ist ja dann sowas wie Atlantis oder so. Von den Sagen her überentwickelt und alles. Dario blinkt. Es sind Feinde in der Nähe. Nett. Es sind Feinde in der Nähe. Nett. Ja, das finde ich sehr nett. So, ein bisschen halt Karte erkunden. Kann nicht schaden. Die Armeen lassen sich jetzt aber auch ziemlich Zeit. Am Anfang sind die alle so reinge und so und versuchen mich platt zu machen. Und jetzt lassen die auf sich warten. Ist ja unverschämt. Das war dann wohl ein altes Kloster. Dario geht mal zu. Na super. Wer ist denn da? Och, hier hinten an der äußersten Ecke ein kleiner Außenposten. Ist ja putzig. Gut, während Salim da mal den Turm plättet. Ich nehme an, überall wo Fackeln sind. Oh ja, hier ist eine Plattfläche. Und da Schwefelbergwerk. Genau, das war doch
bestimmt irgendwie so dafür, wegen Kanonenherstellung, Schwefelbergwerk. Bestimmt. Dann laufen wir erstmal nicht dorthin, weil mit zwei Helden geht das nicht. Ja, was übelst hier overpowered wäre, dass man nur mit den Helden fast das Spiel durchmachen könnte. Bei Spellforce 2 und die Erweiterung von Spellforce 2, ja, ich glaube, danach gab es gar keinen Teil mehr. Das finde ich irgendwie schade. Da hatte man übelst Powerhelden, also konnte man auch wiederbeleben, die hier kann man auch ja wiederbeleben und so. Und ja, so schlecht war das gar nicht. So, da konnte ein Held schon mal in so eine feindliche Festung eindringen und die mit seiner Gruppe von Helden alleine platt machen. Hier geht das nicht. 1000 Stück Holz. Was die hier alles so am Rohstoff rumliegen haben. Voll verschwenderisch. Jetzt schicken die sogar die Leibeigenen vorbei. Okay, ich hab's satt. Erstmal Armeen hier positionieren. Dann hole ich mir die Leibeigenen hierher und baue hier mir was Kleines auf. Zumindest ein paar Türme. Also ich glaube, alleine schafft er das nicht, wenn so viele den Turm gleichzeitig aufbauen. Was? Was? Haut ab. Oh. Die jetzt aufs Wasser locken. Na komm schon. Ach komm. Feiglinge, hä? Lass die mal hier stehen, mal gucken, wie lange es dauert, bis die endlich mal kommen. Finde ich auch wieder seltsam. Ich habe jetzt hier so vertreiben, so Einheiten beschützen gemacht und hat irgendwie nicht ganz gewirkt. Ah, ich kann ja inzwischen mal einfach hier das hier machen. Galileo hat Wort gehalten. Ein unglaubliches Bild tut sich für euch an. Das... Was? Ach, das waren meine Typen da. Hab ich die so weit weggeschickt? Na toll. Laufen hinterher. Und es haben sogar beide noch überlebt. Das ist doch was. Salim, der kriegt das auch nicht hin. Kann ich ihn lieber erkunden schicken. Da ist jetzt so ein Turm. Ein Tor. Ein Turm.
sind wahrscheinlich irgendwie so Grenzanlagen, die das Eindringen hier so in das Gebiet verhindern sollen. Boah, hier geht's noch ewig weiter. Ist hier überall. Räumen wir einfach mal ein bisschen auf. Wir machen erst rund. Also ich mach's diese Runde, ich zögere es mal ein bisschen raus, so. So halt überall mal rundum lang. Um alles mitzukriegen. Hier ist noch ein Friedhof. Und hier ist wieder ein beleuchteter Pfad. Der anscheinend ziemlich gefährlich ist. Mal gucken, Kanonentürme. Aber nur Karton, aber nur Kanonentürme, nichts weiter. Mal gucken, was ist noch hier hinten? Ein ganz schmaler Weg, da ist doch bestimmt was. Ha, hat's. Fripps hat eine neue Aufnahme angefangen, hat kurz gestockt. Die sind auch bald angekommen. Und ich könnte ja mal neue Truppen produzieren. Wäre bestimmt nicht schlecht. Mann, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was da hinten war. Und es läuft eigentlich wieder davor. Und. Wo wird denn hier was angegriffen? Okay. Was? Für die Ehre! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ich lass mal. Genau, Turm beschieß Ari, so ist es richtig. Schade, dass Ari nicht so ein Schadensmultiplikator hat. Das wäre praktisch, weil Erik ist ja als Nahkämpfer immer meist vorne. Seit man stellt ihn wirklich speziell dort hinten hin. Hier runter kann man ja auch noch mal. Was ist denn dann hier? Gehen wir mal mit den Truppen hier runter und Salim. Natürlich war da nichts. Laufen wir hier weiter. Die nächsten Truppen lassen wir hier schon mal stationieren. Hoffentlich laufen die auch hier den Weg hier rum und nicht so über die Berge. Mal gucken. Natürlich laufen sie über die Berge. Nein. Was, Salim? Ach, die Kanonentürme schon wieder. Ach, hier fängt eine kleine Siedlung an. Ein Bergmann. Ja, hier scheint eine Siedlung anzufangen. Dann wollen wir doch mal gucken. Was passiert wohl, wenn man direkt so eine Falle von so ein... Genau, so ein Ding stellt hier. Sie explodiert sofort, weil feindliche Gebäude in der Nähe sind. Okay. Ein Stadtzentrum! Ob der wohl reagiert, wenn ich das mit Salim versuche, erstmal allein platt zu machen, was an sich schon schwachsinnig ist? Das könnte man mal ausprobieren. Da ist die andere Festung, da ist die Festung. Hier ist die Schmiede, hier ist wahrscheinlich das Tor zu. Oder ich will jedenfalls noch nicht darauf. Und hier...
ist wiederholter Kartenende.